So, ich bin da und ich habe gerade gesehen, dass Hack was geschrieben hat. LP-Hashtag. Alles klar, LP-Hashtag. Das ist doch, was man von Hack sehen will. Wir spielen Metroid. Yay. Metroid, Spiel starten. Neuer Spielstand. Normal. Ich hoffe, der Rahmen passt, also dass ich das Spiel richtig eingestellt habe. Müsste aber so sein. Aber Hack, klär uns bitte auf, was LP-Hashtag bedeutet. Ich hoffe, vom Sound passt alles her und es ist nicht zu laut. In-game. Ja, ich habe gerade 99 FPS. Ist ja mein FPS-Counter. Müsste aber passen. Ich muss mich mal mehr auf dieses Spiel konzentrieren. Ich fange schon an und lasse mich direkt von allen Gegnern treffen. Bomben. Okay, ich weiß noch, es funktioniert. Das Spiel, Gras und Bild. Nein. Los geht's. Dim, bam, bam. Ja, den muss man leider nehmen. Ich weiß eigentlich, wo es hingeht. Ich brauche die Statue nicht. Ich kenne das Spiel gut genug. Ist auf Discord der Streamer-Modus an? Nicht, dass ich noch irgendwelche Nachrichten bekomme. Ja. Habe ich. Ich meine nur, weil er letztes Mal kurz aus war. Weil ich ihn versehentlich ausgestellt hatte. Und ich wusste jetzt nicht, ob der... Ach, egal, das interessiert eh niemanden. Hallöchen, Lea. Wie geht's dir? Wir können ja übrigens auch ohne Longbeam weiter. Nehmen wir den geheimen Weg da gehen. Aber habe ich nicht vor. Darf ich jetzt bitte? Danke. Weil Longbeam ist cool und ich würde nicht gerne auf ihn verzichten. Nicht gut. Warum? Was ist denn passiert? Oder willst du nicht drüber reden? Bei dir weiß man ja nie. Distance Beam. Tut mir leid, ich habe gerade ein paar Chips. Und die will ich ungern vergammeln lassen. Seit ich möchte mit meiner Depression Aufmerksamkeit, das macht mich traurig. Was meinst du, wie oft ich sowas schon zu hören bekomme? Das ist Bullshit und... Allmann. Da kommt der dumme Allmann-Joke. Hallöchen. Darf ich jetzt? Danke. Warum muss ich mir diese Teile eigentlich ansehen? Ich weiß, wo es hingeht. Hallo. Ja.
Ja, Koroleo, du weißt schon, dass die Nachricht vom Automod geblendet wurde. geblockt wurde. Ich könnte sie jetzt genehmigen. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, sehe ich. Lass einfach gut. Lass Kollabo machen. Genau. Einen Moment, muss die erst unten oder oben hin? Ich meine, oh, hier. Ne, ich bin falsch. Halt doch dein. Niemand liebt dich. Willkommen im Kindergarten, meine Damen und Herren. Junge, was für ein Monster-PC. Ja, mein PC kann sogar Metroid rendern. So krass ist der. Mega wenig Delay und Full HD 60 FPS. Das mit dem mega wenig Delay hatte ich extra so eingestellt. Und Full HD 60 FPS, das streame ich immer. Beziehungsweise gutes Internet. Ja. Sicher. Klar, hätte ich schlechtes Internet, würde ich auch nicht mit Full HD 60 FPS streamen. Macht Sinn. So, damit wäre der erste Boss tot. Und dann gibt es hier den Charge Beam. Darf ich mal... Danke. Ach Gott. Könnte ich nicht Walljump, wäre ich geliefert. Hey Hack, warum machst du jetzt so ein trauriges Gesicht-Emoji? Ach, Speicherpunkt. Braucht niemand. Mal, warum stelle ich mich gerade so an wie ein abgelaufenes Chicken Winken McNugget Menü? Ich habe keine Ahnung. Leben. Es müssten nochmal meine Wall Jumps funktionieren, damit ich auch lang kommen könnte. Gehst du aber lang? Nein, ich muss da die Messertür öffnen. Fuck! Missiles? Perfekt. Oh Gott, ich sollte dringend mal... Ich glaube, wenn ich ein Spiel speedrun würde, würde ich wahrscheinlich es mit Zero Mission versuchen. Es ist halt ein fantastisches Spiel, was man schnell durchspielen kann. Und Walljumps und so beherrsche ich, ja. Zumindest zum Teil.
Hier war nur die Map, ne? Ja. Oh, ich habe eine Discord-Nachricht. Ist das bestimmt mein Bot? Ja, es ist mein scheiß Bot. Sorry. Ich kann weitergehen. Sollte wirklich mal den Bot von meinem Server kicken. Er ist scheiße unzuverlässig. Und immer wenn ich denke, ja, er macht das mal langsam richtig, postet er nicht den Stream. Ich sagte, ich kenne das Spiel auswendig und laufe in jede Speicherstation rein. Ich bin kompetent. Sind hier die Bomben? Nein, eine weiter. Dann können wir gleich super Speedrun-Tricks mit Mothball-Bomben machen. Ja, 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 ich weiß, wie man Mothball-Bomben benutzt. Ich hätte lieber einen Springball gehabt. Ist ein besseres Item. Ach ja, stimmt, wir müssen ja jetzt diese Viechis hier loswerden. Ist ein bisschen laut, weil die nervig sind. Dann, ja, wieder zurück. Ist halt Metroid Zero Mission, das heißt, hin und zurück. Immer wieder. Ich meine, da oben bekommen wir den Eisbeam. Kann man sich nicht den schon irgendwie früher holen? Im Moment, den bekommt man woanders. Oder? Warte. Ich gehe da mal kurz hoch. Ich möchte es wissen. Was man da bekommt. Den Eisbeam bekommt man in Norfair. Oder? Ich bin mir gerade echt unsicher. Ja, ich kenne das Spiel. Ich bin Metroid Zero Mission Speedrun Profi. Darf ich jetzt bitte den Walljump machen? Scheinbar nicht. Dann gehe ich halt noch nicht hoch, wobei doch, ich kann hochjumpen. Zack, 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 zack. Danken Sie sehr. Nein, hier kommt man erst mit Icebeam weiter. Oder man bombjumpt sich hoch. Was war hier nochmal? Missile Packs? Ich hab keine Ahnung. Kann sein. Ach nee, der sagt mir nur, wo ich lang muss. Das ist bescheuert. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich bekomme vielleicht einen Missile-Container oder so. Weil ich hier mit durch die Tür? Nein, zum Glück nicht. Könnte man irgendwo runter und dann kann man sich da so ein Item ersneaken. Wenn ich jetzt nicht zu inkompetent für alles wäre, würde ich das auch noch bekommen.
Aber ich bin zu inkompetent für alles, also bekomme ich es nicht. Das macht Sinn. Muss ja nämlich im Prinzip die Bombe da vorlegen, dann hochhüpfen und dann da rein. Perfekt. Dann bekommt man das Missile-Container-Gedöns-Teil. Ich werde einfach so ein richtiger Metroid Zero Mission Tutorial, wo ist was Typ, featuring ApoRed. Wird einfach mein nächster Streamgast. Unten. Ich kann noch mal was Nettes zeigen. Da ist ein Secret, wo man hier nur mit Boost-Gedöns durchkommt, mit dem Boost-Ball. Das ist ziemlich... Was, nicht Boost-Ball, Speed-Booster, genau. Ist aber ein bisschen kompliziert. Man muss da sehr komisch mit Morph-Ball rumspringen. Pretty weird, if you ask me. Dude. What's cracking the lacking? Boo. That's Mother Brain. Hallo, Mother Brain. Fast so cool wie Ridley. Damit meine ich doch nicht mal ansatzweise so cool wie Ridley. Noch fair. Oh, ja. Hier. Wollen wir zuerst zum Eisbeam? Ich glaube, wir gehen zuerst zum Eisbeam. Ach Moment, da war ja was. Da muss man sich gut hochbombjumpen. Oder konnte man nicht auch irgendwie noch anders da hoch? Oh ja, man kann walljumpen. Kann man nicht. Ach egal, dann holen wir erst das Upgrade, das normale da, was man sich holen sollte. Da will man einmal cooles Zeug machen. Ach komm, zack, zack, zack. Manchmal kann man einfach mit Bomben spammen versuchen, das zu holen, aber manchmal ist es auch einfach nur Glück. Also, man kann das abtimen, man kann das Timing üben. Konnte ich mal, mittlerweile aber nicht mehr. Ich habe aufgehört, ein krasser Metroid-Spieler zu sein. Und dann habe ich mich Kirby gewidmet. Da unten ist meine ich überhaupt nichts. Man muss jetzt hier oben lang. Zack. Plasma Beam. Danke dafür. Und den Plasma Beam können wir noch nicht benutzen. Leider. Erst später. Wir könnten jetzt theoretisch schon ein OP-Upgrade. Ich meine, niemand beschwert sich über den Plasma-Beam. Oder? Hallo, darf ich jetzt bitte? Danke. Ich meine, wenn man sich schon früh genug den High-Jump holt und Speed-Booster und so, kann man sich hier... Wenn man da hoch wall jumpt. Was ich gerade. Ich hab's gleich. Oh,
komm schon. Ja, hier, dann kann man sich da den... erst verfrüht Super-Missiles schnappen. Kann man sich nicht auch hier irgendwo noch ein Upgrade holen oder sowas? Screw-Attack, toll. Wahnsinn. Darf ich jetzt bitte mir das Upgrade holen, was es hier gibt, nach dem Plasma-Beam? Hier gibt es nämlich zwei Upgrades. Einmal nämlich den Plasma-Beam, wie eben schon bekommen, und einmal, was äußerst nützlich ist. Was in Fusion noch nicht mal mehr, wobei, das Spiel kam nach Fusion. Was hier, warum auch immer, ein extra Upgrade ist. Die Entwickler brauchten halt, einen Weg, um neue Gebiete einzubauen. Zack. Komm schon. Och, Mann. Sollte im Ball bleiben. Sollte den Ball flach halten. Mann, bin ich lustig. Nicht. Dann ist hier der Power Grip. Ziemlich fantastisches Item. Wir können uns nämlich jetzt festhalten. Wenn man Bomb Jumping beherrscht, ist das eigentlich total unnötig. Aber ich beherrsche halt nicht besonders gut. Denn ich meine, hätte man das an der anderen Seite gemacht, dann wäre man sogar nach hoch gekommen. Oder auch nicht. Aber zumindest schneller, weil man sich dann da hätte festhalten können. Oh, piu piu. Ich piu piu einfach alles kaputt und dann passt das. Ist hier oben irgendwas? Nein. Und jetzt das Raumschiff. Perfekt. Ich meine, wir können hier lang, aber ich glaube, hier gibt es nur ein Upgrade, einen Missile-Container. Trotzdem immer gut, mehr Müslis dabei zu haben. Denn mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr... Koroleos. Krokolegos. Missile-Container. Perfekt. Zack. Und da lang. Ich kann nicht reden. Aber das wisst ihr schon. Subscribe now. And you will get absolutely nothing. Featuring Miley Cyrus. Nein, keine Ahnung. Hallo. Warum gibt es überhaupt solche Stationen in Metroid-Spielen, wenn man einfach lieber eine Refill-Station hinbauen könnte? Sind doch nur dazu da, um den Spieler zu schießen. Ha, hier hätte eine Refill Station stehen können. Nur Planet C bis Bauunternehmen waren zu sparsam. Weil der Präsident lieber eine Mauer bauen wollte. Piu. Piu.
So, ich meine, wir kommen jetzt zum Eisbeam. Eis-Eis-Baby. Oh Mann, ich kann den Partitel zum 100. Mal recyceln. Den Joke habe ich bestimmt noch nie gebracht. So, hier braucht man erst den Speed-Booster. Dafür müssen wir aber zu Trade zuerst. War hier der Eisbeam schon? Ich meine, ja, dann kommen wir oben zurück. Oder kommt hier ein Sommer in Deutschland Raum? Oder wo bekam... Ich weiß, wo man den Various Suit herbekam. Oh fuck, da wären wir fast gestorben und ich hätte das neu machen müssen. Perfekt. Und hier können wir uns gleich direkt heilen. Mit dem Eisbeam, denn der ist eiskalt. Heilen? Wäre schon nett. Danken Sie sehr, Mr. Chozu. Hier ist aber kein Sommer in Deutschland-Raum. Ich meine, der ist... Nee, in Super Metroid ist der auch nicht. Hier ist der Sommer in Deutschland-Raum, oder? Nee. Ich war Wechselposition. Zwar beim High-Jump, nicht hier. Muss das sein? Danke. Ja, Eisbeam ist eigentlich auch kein besonders nützliches Upgrade, wenn man schon sowas wie diesen Gedönsbeam hier hat. Oh, stimmt, das geht zum ersten Super-Ultra-Hyper-Boss. Kreid. Der malt nur mit Kreide. Spoiler.